Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist Part 44. Wir sind immer noch in Rhodes, Kapitel 3. Und heute wollen wir wieder eine schöne, feuchtfröhliche Mission machen. Im letzten Part, ja, da haben wir einen Sklaventreiber entdeckt. Eine ziemlich harte, ernstzunehmende Geschichte. Aber das könnt ihr euch ja selber angucken. Ja, und heute wollen wir weitermachen. Ich habe es mir auf der Karte mal markiert. Wir wollen mehr über die Grace rausfinden und wollen mal schön nach Kelliger Hall reiten und da mal schauen, was da abgeht. Ich wollte nur mal schauen, ob ich mir hier das Boot jetzt noch kaufe und mal ein bisschen die Vorräte auffülle. Im letzten Part haben wir ja noch ein bisschen Kohle gemacht. Aber jetzt nicht allzu viel. So, erstmal schön Hello, Moin sagen. ladies. Morning, Arthur. I know you like a good cup of coffee. Nothing better. Ja, genau. Es gibt nichts Besseres als einen schönen heißen Kaffee. Morning, Und die zwei streiten sich ganz schön viel hier. Werde ich dir zu alt? Ja. Das kann natürlich schon sein, du. So, rasiert Zimmer. Das sieht. Oder können wir uns einmal rasieren? Müssen wir mal gucken. Nee, das sieht eigentlich alles gut aus. So, Kieran will noch mit uns angeln gehen, aber das wollte ich später noch mal machen. Ist aber nicht so rosig hier. Es läuft gar nicht so gut zwischen Dutch und seiner lieben Molly. Morning, Arthur. Was hast du denn nur? Wind doesn't change. Oh, shut up, Arthur. Ah, das ist schon ein bisschen eine kleine Kreuzbürste. Aber der Dutch, der hat sie auch fast dick in den Ohren. So, wir leisten mal einen Beitrag, ganz klare Sache. Wir haben ja genug. Ich nehme erstmal Gegenstand. Da haben wir noch ein paar schöne silberne Gürtelschnallen. Zack, weg damit. Dann hat man ja noch in dem Tresor, das im letzten Part hatten wir ja noch ein Goldnugget gefunden. Alligator-Ei, gut, das nicht. Platin-Taschenuhr, silberne Taschenuhr kann mit weg. Goldene Gürtelschnalle mache ich mal auch mit weg. Unser Smaragd, der ist $50 wert. Den behalten wir natürlich selber. Eine gravierte Platin-Gürtelschnalle. Naja, ich denke mal, wenn wir die jetzt noch wegmachen, haben wir erstmal genug gespendet. $16. So, und jetzt gucken wir mal ins Kontrollbuch. Da gab es nämlich noch ein paar geile Sachen, die ich gerne machen wollte. Und zwar war das. Zack, zack, zack. Ich tu mal. Ah, aufhören brauchen wir eigentlich nichts. Wir haben eigentlich oben noch genug Zeug. Der nächste bitte. Arthur will eine Karte für die bessere Planung von Reisen. $260. Und dann hätten wir hier noch ein Boot, was eigentlich auch ganz geil ist. Ja, ich hole uns das Boot erstmal, zack. Jawohl. Jetzt können wir doch selber den See erkunden, was sehr cool ist. Oh, ein schöner Kahn, du. Schön angepinselt, weiß und rot. So, und dann holen wir jetzt noch die Karte. So, zack. Das Lagerkasten zwar jetzt fast leer, aber ist erstmal egal. Deine Unterkunft wurde verbessert. Dir stehen jetzt eine Schnellreisekarte und zusätzliche Pflegeartikel zur Verfügung. Und für alle übrigen Zelte im Lager verbessern. Ja, die Kohle haben wir gerade nicht, aber das machen wir später. Sehr schön. Und dann können wir jetzt auch die nächste Mission gleich angehen. Gucken wir nur noch mal hinten an den Waren, ob wir uns gleich ein bisschen Munition mitnehmen können. So, Schnellreise. Das ist schon mal gut. Da können wir nämlich auch
schnell noch wohin reisen. Ein paar Pfeile könnten wir uns mitnehmen. Revolvermunition, dann nehmen wir uns einmal Revolvermunition mit. Ansonsten brauchen wir auch, glaube ich, nicht viel. Aber schnell reisen könnten wir natürlich. Ach, das ist ja cool. Also praktisch alles, was wir schon entdeckt haben, oder? Nee. Auch andere Sachen. Geil! Na, ich reise einfach gleich mal. Unser Pferd wird schon da sein, oder? Das wäre ja Quatsch, wenn es nicht da wäre. Gleich nach Kellige Hall. Ach, das ist ja geil. Jawohl, ab geht er, Hans-Peter. Das haben sie geil gemacht. Eine schöne Musik noch im Hintergrund, um die Ladezeit zu überbrücken. Nice. Da ist er doch auch schon, der alte Hutsch. Oh, Weizenfeld. Das Auenland mit seinen Hügeln. Wiesen und Hügeln. So, und da ist ja das große Anwesen. Kellige Hall. Wir haben ja schon mitgekriegt im vorletzten Part, dass die ja ziemlich viele Ländereien haben, die Sheriffs. Und auch ziemlich viel Einfluss. Und das sind auch so ein bisschen Halbgewalte. Du kannst in Kellige Hall keine Waffen benutzen oder Unruhe stiften. Ja. Weil wir ja für Sheriff Grey arbeiten. Wir haben ja immer noch unseren schönen Polizeistern dran, du. So, ich trampel den erstmal schön die Felder am Arsch. Schön die Saat kaputt trampeln. Hey, Mister. Morning. Ja, die werden uns wahrscheinlich nichts erzählen, hey, über die Greys, oder? Good morning, Mister. Eigentlich müssten sie sich ja aufregen, warum ich hier drüber latsche mit dem Pferd. Good morning, partner. Hey, Mister. Good morning. Ah, ich bin aber mal gespannt, die haben ja sogar Wachen stehen. Aber das ist ja ein richtiges, prächtiges Anwesen. Das sieht ja richtig geil aus. Ja, ist schon geil, auf jeden Fall, wenn man sich hier so die Landschaft anguckt. Na gut, mal gucken, ob sie uns reinlassen. This here the Gray Plantation? Yep. Kellige Hall. Sheriff's orders. You wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Ja, er war auch betrunken. Obliged. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem Anwesen. Ziemlich groß und prunkvoll ist. Haben die irgendwas zu verbergen? Ich glaube schon, Leute. Da muss irgendwas faul sein. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Sag mal, die halten sich hier wohl noch Sklaven oder was? Boy. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben sie sehr, sehr, sehr viele Bedienstete. Yeeha! Hey, friend. Ah, da will ich mit uns quatschen. Sogar gepflastert hier, meine Güte, und alles so sauber und groß und prunkvoll. Das kann doch gar nicht hinhauen. Da ist was faul, Leute. Da ist was faul in der Nachbarschaft. Wen ruft der da an? Muscle Man. Ich als alter Ghostbusters-Fan muss ja immer so ein Blödsinn von mir geben. So,
Da drinnen vielleicht. Mach einen Schacht auf. Nee. Da ist keiner drin, ne? Oder ist er hier vielleicht? Hi there, Mister. Hello there. Hey, partner. Hi. Your face looks familiar. Maybe I was mistaken. Don't mind me. Bye now. Sag mal, wo ist denn der? Und da oben ist keiner. Ah, hier. Huh. I'll see you at the sheriff's. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. Thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity. I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Ja, dann hängt er sich wieder da rein und dann gibt's wieder Ärger. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Oh, da ist doch ein Ring drin, Leute. Oh, meine Güte. Okay, dann machen wir das mal. Wenn wir da nicht eine richtig, richtig derbe Feder anzetteln, die ja sowieso schon sich wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg zieht oder noch länger. Er hat gesagt, sie wissen schon gar nicht mehr, warum sie die Braithwaites überhaupt umbringen. Halt einfach nur noch... Oh, was machst du, Mr. Belvedere? Mitten in den Strauch? Nein, hast du einen Knall? Aus dem Weg! Iha! Ja, auf jeden Fall hat er sich halt in eine Braithwaite, oder wie man auch immer das ausspricht, verliebt. Wir können ja eigentlich mal gucken. Zack, dann weiß ich vielleicht, wie man das ausspricht. Ah, nee. Doch, Braithwaite. 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 Braithwaite Männer. Okay, wir müssen zu Mrs. Braithwaite. Eine junge Dame, die vielleicht auch ihn mag, das wissen wir ja noch nicht. Auf jeden Fall ist er in sie verliebt und hat uns wahrscheinlich einen Ring übergeben und auch einen Brief. Ja. Ich bin mal gespannt. Aber wenn das natürlich die anderen aus der Familie Gray mitbekommen, wird es wahrscheinlich einen Heidenärger geben. Die Hauptsache ist, er hält deinen Inneren und verrät uns nicht, weil sonst rollen hier Köpfe, Leute. Dann mache ich den Bruder kalt. Das ist aber auch geil mit der Musik und alles mal wieder. So, Mr. Baby, der hat bestimmt ein bisschen Hunger. Okay, ein Maiskolben. Ja, ja, mein Guter. Oh, das sind Hornochsen. Könnte ich eigentlich noch gebrauchen. So ein paar schöne Hörner. Aber nein, wir sind artig. Überaus artig. Wenn du auf einem Pferd sitzt, könnte ich die Wachen leichter sehen. Steig ab und bewege dich leise, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ach so, die dürfen mich jetzt gar nicht sehen, oder was? Habt ihr einen Knall? Das schaffst du doch niemals.
Okay, dann müssen wir nur mal schauen. Müssten wir hier durch? Wenn wir Glück haben. Ah, dann wäre es besser hier hinten rum. Nee, da reite ich gleich hier hinten rum. Ist doch Quark. So. Komm, Mr. Baby, der, schnell weg hier. Das können wir doch großräumig irgendwie hier umschiffen, die. Ich hoffe mal, dass das keine Wache war. Er hat auf jeden Fall eine Waffe in der Hand gehabt. Aber war auf jeden Fall jetzt hier nicht irgendwie markiert. Als Wache. Aber hier darf ich anscheinend ja ganz normal reiten. Hoffe ich zumindest. Das könnte nämlich einer sein, der hier aufpasst. Die haben alle Waffen in der Hand. So. Gleich weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ja, das sind die ganzen Ländereien hier. Die ganze Ecke. Wahnsinn. Und da werden überall noch welche sein. Da wären wir hier vielleicht auf dem Wasserweg hier hinten noch irgendwie rüberkommen. Und wenn ich schwimmen muss, so dass wir halt auf jeden Fall nicht auf dem Anwesen sind, dann können sie uns auch noch nicht belangen dafür. Geht vielleicht auch viel einfacher, wenn man da durchschleicht, aber nein, das möchte ich nicht. Ich mache es auf diesem Wege. So, und jetzt halten wir uns hier schön an den Rand. Hier ist ein Friedhof. Haben sie ihre eigenen Mitglieder, Familienmitglieder begraben. Naja, wenn die so eine Blutfehde haben, wird es auch viele, viele Tote geben. So, vielleicht hier an den Rand irgendwie lang. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo sie hier ist. So, hier drüben, geradewegs rüber. Haben wir schon noch ein bisschen Luft. Ja, die Hütte ist zu. Ich dachte, vielleicht gibt es da was Schönes. Oh, gereifter Piraten rum. Ha, gehört jetzt mir. Ah, da ist der Pavillon. Ja, da schwimmen wir doch gleich da mal hin. Mr. Baby, der folgt uns hoffentlich. Hoffen wir mal, dass die Wachen nicht der allerhellsten sind und uns hier nicht sehen. Ja Leute, uns gibt was Positives zu vermelden. Ich habe kein Untergewicht mehr. Wir sind glaube ich wieder im normalen Bereich mittlerweile. So, und da sitzt du doch auch im Pavillon. Oh, was ist jetzt los? Ach, unsere Ausdauer. Ich dachte gerade, dass jetzt irgendjemand erkennen tut. Scheint nicht der Fall zu sein, aber das sind. Eine Wache ist auf jeden Fall mit da, aber die guckt schon mal in eine andere Richtung. Also können wir uns hier schon mal anpirschen. My lady! Are you Penelope Braithwaite? Why, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from from Bo. Oh, he is so strange. Sie ist auch sehr verliebt. Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages or well, I don't know, cave people perhaps. Oh, es gibt mal sogar einen Tee oder einen Kaffee. Find out, they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio.
Have you ever been to Ohio, sir? Ohio. No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Oh, jetzt sind wir hier der Postbote. Sure. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal zurück. So, jetzt verlassen wir das Anwesen, ohne entdeckt zu werden. Ja, ab ins kühle Nass. Haha. So, hier müssten wir uns eigentlich ein bisschen was reinfeuern, zwecks der Ausdauer. Ich schwimme noch mal schnell zurück, weil sonst gehen wir hier über den Jordan, Leute. Wenn ich genug Ausdauer haben, die geht nämlich so schnell runter. So, zack. Ist mal schön was reingeschüttet. So, Biscuits. Schöne Kekse. Jetzt könnten wir hier noch irgendwas für die Ausdauer tun. Genau, Kokain-Kaugummi reingepfiffen. So, was füllt denn jetzt noch schön die Ausdauer auf? Vom Essen her. Ja, hier, Schokolade. Haben wir ja von Jackie Boy gekriegt im letzten Part. Für die Zeitschrift, die wir ihn gebracht haben. So, noch einmal. Jawohl, schön Dose Mais. Und los geht's. Kommen wir nämlich erstmal eine Ecke weit. Und wenn es eng wird, können wir immer noch an den Rand. Ich wollte schon mal aus der Ego-Perspektive schwimmen. Ja, auch nett. Ha, die angespannte Musik noch. So, wo sind wir denn? Ach, hier müssen wir jetzt raus, das ist klar. Ja, da können wir doch wieder hier hinten rumreiten. Passt das doch. Da ist das Fischershäuschen von Fischers Fritze. Okay, jetzt sollten wir ein bisschen an den Rand. Ausdauer unten. So, steht hier einer? Nee. Jawohl, haben wir es geschafft, Leute. Sehr schön. Da oben steht aber einer. Jawohl, Vollgas! Was kennt meine Haare, Mutter? Was? Ich bin wieder was? Ich hasse dich. Kann ich hier reingucken? Aufs Klo. Die ist da drinnen gefangen. Was ist denn da los? Ach du liebe Güte. So, jetzt lesen wir uns das mal durch. Clemens Point. Bin über eine wirklich verrückte junge Frau gestolpert. Hat sehr komisch ausgesehen. War in einem Plumpsklo auf den Anwesen der Bravehearts eingesperrt. Die Welt ist nicht gut zu Menschen wie ihr. Kann ich das Ding aufmachen? Boah, das sieht ja wirklich heftig aus, Leute. Ah, so sehen wir es nicht ordentlich, aber so. Ach du liebe Güte, ist das irgendeine Anspielung auf irgendeinen Horrorfilm? Boah.
Heftig. Aber ich kann es auch leider nicht aufmachen. Ich könnte natürlich die Hütte in die Luft jagen. Aber ich will sie jetzt auch nicht einfach umbringen. Aber das ist doch kein Leben für die. Das ist doch kein Lebensraum hier drin. Kann ich die irgendwie aufmachen? Nee, gar nichts kann ich machen. Ich könnte höchstens mal speichern hier. Und nein, das mache ich nicht, oder? Aber warum nicht? Vielleicht können wir ihr so helfen. Es ist doch wirklich kein Leben, aber da kriegt man bestimmt wieder. Verlieren wir bestimmt wieder Ehre. Wir können das Ding hier reinhauen. Oh oh. Zeuge, Unruhestiftung. Oh oh. Ist der Baby der? Komm. Ja, prima, Verbrechen gemeldet. Ah, naja, das kann man auch bezahlen, so viel. Wird es ja nicht kosten. Da kommen wir in neunte Postmeisterei. So, hier ist jetzt wieder unser Bo. Time to go, boy. Yep. Zackeli, zack. Und da können wir nämlich auch gleich wieder zu denen hin. So, das Verbrechen wurde gemeldet. Also haben wir garantiert ein kleines Kopfgeld. Das müsste man dann aber schon mal bezahlen. Das ist klar. Baumwollfelder, Leute, sind das hier. Und jetzt ab durch Mais und ab durchs Getreide. Herrlich. Jawohl. Und volle Granate. Sprung. Ja. Ja. Wie ja auch alles blüht und gedeiht. Einfach nur Herz allerliebst. Wo ist der Zug? Schaff mal, Dicke! So, da kommen wir gleich wieder zu den Grays. Kommen wir auch hier aufs Grundstück drauf. Müssen wir nur aufpassen, dass wir keinen umreiten. Jetzt gibt es, glaube ich, richtig Ärger. Außer es war nur ein dummer August. Ah! Was ist jetzt passiert? Okay, Fella. Sag mal, der Zaun war doch offen. Ich war einfach, glaube ich, ein Stückchen zu weit links. Gray Family Business. Coming through. So, da können wir den gleich mal suchen. Wo ist er denn? Den Brief seiner Liebsten abgeben. Dahin, ne? Da steht doch einer. Wow, 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 wow. So, hier hinten bei den Stellen. Der ist drin, oder was? Heilig. Ja, dann gehen wir gleich mal vorne rum. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. Ja, erst das Geld, dann die Ware. I can't be bothered. Here, take it. Thank you, Arthur. Thank you. Ja, genau. Streiche erstmal das Pferdchen. What a woman. She's... This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy given half the chance.
Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Oh, Leute, das wird immer schlimmer. Wir werden sie ja umbringen, wegen des Frauenwahlrechts. Die wollen in dieser Gegend nicht mal das Männer wählen, ihr habt es ja gelesen. Ja, ich bin hinter dir, mein Kunde. Mein Kundel, mein Freund. Oh weh, ich krieg meine Kohle nicht. Verlierst du deinen Kopf? Wie der Ritter auf schimmernder Rüstung reitet er daher. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There! Oh oh. There they are! Da demonstrieren sie. Das Frauenwahlrecht. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. Die würden einem wirklich ein Stück reißen. Protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Es gibt nichts Schlimmeres als wütende Frauen. Merkt euch das, meine Freunde. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a... Protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep, and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? All right, ladies. Wie er immer in alles reinrutscht, der Orfer. Als einziger bei einer Frauenprotestantengruppe dabei. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Ein alter Freund der Bewegung. A messenger, if it comes to it. Our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. Auf jeden Fall erregen sie sehr viel Aufmerksamkeit. Und jetzt noch beim Sheriff vorbei. Oh oh. Vor allem rufen sie alle, geht nach Hause. Geht wieder hinter den Herd. Solche Säcke. Das war ihm damals so eine schlimme Zeit. Hat die Frau nicht viel zu sagen gehabt, was echt schlimm ist. Ladies, get down! Come on! Oh oh, jetzt gibt's Ärger. Oh, ein Krach, Leute! Es gibt eine Schlägerei!
ladies and gentlemen. Yeah. Well, this is a great day for all of us. Yeah. For today is the day we begin to live as equals. Equals! Ah. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. This is unnatürlich. Fair, equal, and free, just as the founding fathers intended. Oh, founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen. Sehen, dass es ein Gray ist. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. Nämlich andere Grays. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ron. What? You'll hit me? Come on. Ja, sehr schön. Erstmal weglocken, damit sie da keine Unruhe stiften. Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. What a land of the future. Okay, folgen wir mal Bo. Ist jetzt die Frage, ob die uns verfolgen oder nicht. Weil die haben ihn jetzt natürlich auf dem Kicker. Hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you? I know about Penelope and you, and I've been here all of 10 minutes. The sooner it's out, the sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets ja, and your treasure. So stirbt. You know, Catherine Braithwaite's got aber a war auch nicht vorsichtig genug. No ich wäre da nie mitgegangen an deiner Stelle. She weren't right. Gewesen. Yeah, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. I don't know. This is awful. Nobody died. Ain't that awful? My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a artistic temperament, so... Ja, von denen erfährt er aber auch alles da, aber das ist sehr gut. Und das soll er ja eh machen. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Gut, für die Grays arbeiten wir eh. Von daher kommt das natürlich nicht raus. Aber jetzt wissen wir, dass die auch richtig Kohle haben anscheinend. Und da ist ja die Frage, ob wir die eines Tages ausrauben werden. Das glaube ich schon. Und das wird, ja, das wird der nächste Weg sein, schätze ich mal. So, und das soll es aber erstmal gewesen sein mit Red Dead Redemption 2, Part 44. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und es geht bald weiter. Macht's gut und danke fürs Reinschauen. Ciao.